Moin Freunde, willkommen zurück zu Closure. Beim letzten Mal haben wir einige Räume im Wald geschafft, sind aber immer noch unterwegs. Ihr seht schon, dieser Part hier wird offensichtlich direkt nach dem letzten Part aufgenommen. Hier ist jetzt einfach der Scunny in Closure-Laune und heute gucken wir mal, dass wir ein bisschen weiterkommen. Vielleicht den Wald auch mal langsam in Richtung Ende bewegen, weil wir sind ja jetzt schon wieder ein paar Tage, ein paar Folgen dabei. Kann ja auch mal langsam in das nächste Areal gehen, nicht wahr? So, diesen Raum haben wir beim letzten Mal erreicht. Wir haben ihn noch nicht großartig erkundet, deswegen fangen wir damit jetzt einfach mal an. Hier habe ich zum Beispiel gerade gesehen, da ist sowas. So, wenn wir das jetzt aktivieren, ist da unten eine Fackel. Da kommen wir ja relativ gut hin eigentlich von hier. Auch wenn wir ja jetzt gerade hier so eine Absperrung gesehen haben. Die existiert ja nur dann, wenn sie eben existiert. Die Frage ist, was hat uns das jetzt gebracht, ne? Hat uns das überhaupt irgendwas gebracht? Hä, was? Kann ich da rüber hüpfen oder was? Ah ja, das geht. Okay, das hat was gebracht. Dann können wir hier rauf. Oh Gott, der Baum da, der hat doch auch wieder ein Gesicht. Dann können wir hier dieses Licht da oben zum Beispiel drehen, wenn wir das wollen. Und die Kugel auch wieder reinwerfen. Hier ist eine Lichtglanzmotte, was auch immer. Und ich sehe schon, worauf dieses Level hinausläuft, wenn ich mir mal die ganzen Knospen, die da rechts sind, betrachte. Das heißt wieder fünfmal hier Licht machen und dann haben wir Spaß. Machen wir das doch mal. Wir können ja gerade mal mit dem hier anfangen. Können wir nicht auch irgendwie beide gleich zwei auf einen Streich erwischen? Also der da oben rechts, der scheint ja sehr verborgen. Machen wir einfach erstmal den hier. Damit würden wir da oben Licht spenden, aber das ist... Damit würden wir... Was wäre das hier? Wo kommt das Licht dahin? Ah ne, das fährt rum. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Und wohin fährt der Mist? Ach, der fährt hier einmal wieder durch. Der würde einfach nur einmal rumfahren. Damit könnten wir also wieder ganz nach links zurück, wenn wir wollten. Will ich gerade aber noch nicht. So, was geht jetzt noch? Was könnte man noch machen? Ich meine, wir können natürlich dieses Licht hier auch verstellen. Nehme ich mal hoppala hoch. Ja, jetzt habe ich aber Scheiße gebaut, ne? Ja, vielleicht noch nicht so sehr, aber ein bisschen Scheiße habe ich gebaut. Ja, doch, zu viel. Zu viel Scheiße gebaut. Ist okay. Ja, das ist das Interessante, sage ich mal, bei diesen Rätseln ist ja auch irgendwo, dass man jetzt erstmal überhaupt den Raum erkennen muss. Das war ja bei der Fabrik, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, das war bei der Fabrik ja noch nicht so. Aber hier sind jetzt die Räume schon so groß, dass man erstmal alles ableuchten sollte, habe ich so den Eindruck, damit überhaupt erstmal gewährleistet ist, dass man überhaupt irgendwie eine Chance hat, zu sehen, was man machen soll. Das ist gar nicht schlecht gemacht, aber geht halt ein bisschen auch zeitlich auf die Nerven. Gerade bei einem Let's Play habe ich mir das jetzt gerade so überlegt, weil, naja, ich verbringe die Hälfte des Parts wahrscheinlich nur damit erstmal zu gucken, was in dem Raum alles so existiert. Und das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. So, was ist denn, wenn ich hier jetzt diese Lampe dann neu ausrichte? Da kann ich gleich drei auf einen Streich machen. Das ist sicher so gewollt, das ist sicher Absicht. Hier links war nochmal die Motte, die nehmen wir mal einfach mit für den Fall, dass ich es jetzt tatsächlich schon schaffen sollte. Okay, das bringt natürlich relativ wenig, das Licht da reinzuwerfen. Aber wenn ich das jetzt mache, nee, das, nein, das da links, das hier, dann würde ja eigentlich, denke ich, nicht alle. Eine würde noch fehlen. Ah, das traue ich mich gerade nicht. Aber die kann ich doch sicher von hier erreichen, oder? Genau. Das heißt so, wenn ich das hier jetzt reinpacke, hätte ich gewonnen und müsste jetzt nur noch irgendwie eine Lichtkugel hier durchbringen, um, ja, um halt an die Tür zu kommen, ne? Das ist aber gerade nicht so einfach, leider. So, wenn ich hier mit einmal durchfahre, komme ich theoretisch hier wieder hin. Bringt mir nur leider rein gar nichts. Bringt mir nur leider rein gar nichts, so. Hm.
Irgendwie muss hier noch eine Lichtkugel durch, Leute. Eine muss noch hier durch. Ja, das ist ja schön so. Ja, oder ist das Licht vielleicht einfach zu früh ausgerichtet? Das kann natürlich auch immer sein. Dass das Licht hier erstmal nochmal den Weg nach oben bahnen muss. Ja, wie am besten? Ja, so, dass ich natürlich raufkomme. Also so mindestens. Und wenn ich jetzt hier das mache... Nee. Nee. So. Jetzt könnte ich da wieder runter und mir die Lichtkugel da wegnehmen. Das bringt nur natürlich gar nichts, aber es ginge theoretisch. Nee, aber irgendwas ist hier noch nicht ganz... Da knarzt mein Stuhl, das tut mir leid. Noch nicht ganz koscher. Irgendwas müssen wir noch umstellen. Was passiert, wenn wir hier erstmal eine Kugel lassen? Dann kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr dran. Genau, ja, da kommen wir nicht mehr dran. Das ist jetzt gerade schwierig. Wie sollen wir denn eine Kugel noch hier rüber befördern? Eine zusätzliche Kugel fehlt uns. Das hier muss ja irgendwie auch noch einen Sinn haben. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal hier mit rum. Einmal fahren wir hier noch mit. Es muss doch einen Grund haben, dass ich hier... Naja, gut. Dann wäre das auch geklärt. Hier ist auch nur eine Lichtkugel hier links, ne? Ihr merkt schon, meine Rätselstimme ist immer so ein bisschen angespannt. Denn sonst könnten wir wunderbar hier einfach einmal das Ding nach oben bringen, aber... Ja, das ist sicher auch irgendwie Absicht, dass wir hier eine Lichtkugel rausschwemmen können. Das hat sicher einen Grund, ganz, ganz sicher. Das muss einen Grund haben. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So, naja, das muss hier hin. So, wenn wir das nochmal machen. Die Frage ist, können wir vielleicht unterwegs hier schon diese Lichtkugel rausnehmen? Also jetzt einfach hier stehen bleiben. Und dann jetzt gleich auf dem Rückweg die da rausnehmen. Nee, das scheint nicht zu gehen. Das ging zwar in einem der letzten Räume, aber hier geht das nicht. Schade eigentlich, das wäre gut gewesen. Ups. Da habe ich zu früh auf die Taste gedrückt. Ja, Leute. Irgendwie eine Lichtkugel da runterbringen, also darauf bringen, dass wir sie da drüber in einem anderen Gebiet haben. Das ist so der Tenor. Ich meine, wir können nochmal mit diesem Ding hier rumfahren. Macht ja so viel Spaß. Was passiert nochmal, wenn wir hier raus uns bewegen? Nichts. Tja, Freunde, ich bin gerade etwas auf dem Schlauch. Wenn ich sie hier reinwerfe, die Lichtkugel, dann kann ich ja auch nicht sie von unten holen. Das habe ich ja schon überprüft. So. Wenn ich hier einfach noch eine Lichtkugel... Das wäre ja eigentlich schon... Ach, das wäre es ja eigentlich schon. Das wäre es ja. Jetzt habe ich drüben eine Lichtkugel. Könnte die hochbringen. Jetzt habe ich aber keine mehr, die ich hier einsetzen kann. Das ist natürlich wieder ganz doof. Komme ich denn jetzt überhaupt zurück? Nee. Na gut, da hätte ich die Lampe ausrichten können. Das geht schon. Das versuche ich gerade nochmal, was da passiert. Leute, ihr seht schon die Parts in den späteren Räumen. Das ist jetzt schon wieder so ein Rätsel. Das ist jetzt schon auf Fabrikende-Niveau. Also vielleicht sogar schon höher. Das kann ich jetzt gerade nicht so genau beurteilen. Also die dauern dann auch teilweise, die enthalten dann teilweise nur ein Rätsel oder zwei. Da tut mir ein bisschen leid, aber... Muss dann auch mal sein. So, wenn ich das so mache, hatte ich gerade überlegt, dann komme ich ja eigentlich schon bis hier. Gut, da komme ich... Warte mal, doch, da bin ich doch gerade irgendwie rübergekommen. Ja, sonst können wir, wenn wir das hier haben... Das hier... Kann ich doch hier rauf, rum, genau. Zack. Ja, Leute, so sieht's doch gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt gehen wir hier runter. Nehmen das hier mit. Gehen hier rauf. Ich glaube, das hat im Endeffekt dann genau gar nichts gebracht, aber ausprobieren will ich es trotzdem kurz. So. Hopp. Ah, so weit komme ich gar nicht. Da muss ich die Lampe noch weiter nach links ausrichten. Aber ich glaube, das bringt uns wirklich... Ja doch, es bringt ein bisschen was, ne? Es bringt schon ein bisschen was.
Das bringt... Ich glaube, es könnte ein guter Ansatz sein. Ich versuch's einfach nochmal. Hab ja sonst nichts zu tun, Freunds. Sonst hab ich ja nichts zu tun. Also, die Lampe hier erstmal ein Stück weiter nach links ausrichten. So vielleicht. So, jetzt den da rein. Genau, jetzt hier rüber, hier rüber, hier. Das Ding hier nach links bewegen. Dann können wir hier nämlich, konnten wir doch gerade hier irgendwie drauf. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Was habe ich denn jetzt geändert? Das Licht von drüben kommt doch gar nicht hierher. Das kann nicht am Licht von drüben liegen, dass ich das jetzt mehr ausgerichtet habe. Wenn wir das hier wegnehmen. Das bringt auch nichts. Ey, wieso bin ich jetzt bekloppt? Das ging doch gerade so gut. Bin ich hier, habe ich mit da gerade irgendwas gemacht, was eigentlich nicht hätte gehen sollen? Hä? Jetzt, ich bin hier doch gerade hochgehüpft. Ihr könnt mich doch nicht, wollt mich doch für blöd verkaufen. Oder bin ich da von der anderen Seite? Nee, das kann auch nicht sein. Wahrscheinlich ist jetzt das Problem, dass wir von... Nee, irgendwas ist hier jetzt ganz doof gelaufen. Oder kann... Ach so, warte mal. Nee. Warte mal. Hier ist irgendwas da. So. Jetzt zack. Ich weiß jetzt nicht, was ich da... Das sehe ich zwar nicht, woran ich da jetzt gerade nicht weiter konnte, aber egal. Jetzt kann ich hier das Ding rausnehmen. Hier hochschießen. Und hier rechts rüber. Und von da hier rüber. Bringt mir nur gar nichts, weil ich die Lampe nicht ausgerichtet habe. Also doof ausgerichtet habe, weil ich jetzt nicht mehr drüben landen kann. Dann hätte ich wahrscheinlich die Lampe da oben auch vorher noch ausrichten müssen. Ach, da ist doch blöd. Wird ein Raum in diesem Part. Mehr kann ich euch gerade echt nicht versprechen. Ist ja denn der nächste Raum ist wieder so ein Raum, wo man nur durchlaufen muss, wie am Ende vom letzten Part. Nee, falsch. So, da... Nein! Jetzt habe ich Mist gebaut. Bleibe ich erstmal hier stehen, der kommt ja gleich wieder. Der Senkel. Na, da ist er. So, rausnehmen. Ein Feld weiter. Hierhin. Ach so, warte mal. Warte, was? Der fährt ja gar nicht an denselben Ort zurück. Das ist sicher wichtig. Das ist, glaube ich, sogar relativ gut für uns, wenn er nicht an denselben Ort zurückfährt. Weil wir hatten ja gerade das Problem, dass wir mit der Lampe nicht alles ausgeleuchtet bekommen haben. Wenn wir das jetzt einmal durchfahren würden, dann könnten wir nach links. Haben dann aber trotzdem noch das Problem, dass wir keine Lichtkugel drüben haben. Das heißt, irgendwie fehlt eine Kugel. Kann doch nicht sein, dass hier eine Kugel fehlt. Das ist doch blöd. Das ist doch bescheuert, wenn uns eine Kugel fehlt. So, mitnehmen. Das Gemeine hier ist ja mittlerweile, dass... warte mal, nee, die Kugel packen wir mal lieber auf die andere Seite. Das Gemeine ist mittlerweile wirklich, dass es offenbar auch Sachen gibt, die man eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Die man eigentlich gar nicht braucht für die Rätselslösung, die aber einfach mal da ist. So, wenn diese Kugel hier ganz weit weg liegt, machen wir das erstmal. Wenn ich diese Lampe jetzt wegdrehe, dann ist da immer noch relativ gut ausgeleuchtet für unsere Bedürfnisse, ja. Das heißt, wir können das jetzt so ein bisschen weiter nach links ausrichten. Wir können diese Kugel hier nochmal mitnehmen. Und jetzt hier einsetzen. So. Das wollte ich ja jetzt nochmal ausprobieren. Das war ja eigentlich das Thema. Jetzt wollte ich hier wieder irgendwie rauf. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich das gerade hingekriegt habe. Hä? Bin ich jetzt bekloppt? Wie habe ich das denn... Ach, kacke. Jetzt ist das Problem natürlich, dass ich jetzt die Lampe da oben... Ich denke aber auch manchmal doof, ne? Manchmal bin ich auch ein bisschen blöde. Aber ich bin hier doch auch einmal schon richtig raufgesprungen. Das kann doch nicht sein, dass das ein Fehler war. Ein Fehler in der Matrix. Wahrscheinlich muss man genau den richtigen Punkt erwischen.
Bringt aber trotzdem nichts, weil ohne das ausreichende Licht ist das Unsinn. Dann müssen wir also hier nochmal zurück. Im Prinzip so, ne? Ja. Ja, nee, so kommen wir ja auch nicht mehr weiter. Wir kommen nicht mehr ganz nach oben. Das hat schon wieder verbockt. Weil hier ist Ende. Ja. Oh, der Part geht jetzt schon über 15 Minuten. Ich habe nicht mal einen Raum geschafft. Wie peinlich ist das denn? Vielleicht habe ich auch einen Raum geschafft und ich habe es schon vergessen. Nein, ich habe noch keinen Raum geschafft. Der hier ist echt hart, der Raum. Hier bin ich gerade echt so richtig auf dem Schlauch am Stehen. Wahrscheinlich muss man echt einfach alles nutzen, was man so hat. Es wäre ja echt doof, wenn ich gar nichts in diesem Part schaffe. Rüber. Diese Ausleuchtungsvariante, die muss nachher so zeigen, das ist schon mal klar. Diese Lampe muss... Ach so, warte mal. Nee, ich krieg das nicht so umgedreht. Das Extremste, was ich machen kann, dass alle trotzdem aktiv werden, ist so. So. Dann müssen wir aber immer noch irgendwie an mehr Licht kommen. Der hier muss da rein, das ist ja sowieso klar. Und dann ist aber wieder das Problem, dass der hier nach ganz links muss. Das ist scheiße. Das ist ja die ganze Kacke. Um mir nochmal klar zu machen, wo das Problem liegt, ne? Ja gut, Leute, dann lasse ich euch jetzt auch einfach mal vor diesem ungelösten Problem da stehen. Ihr werdet sicher wissen, wie es gelöst werden kann. Könnt euch da auch selber ein bisschen Gedanken drüber machen. Ich werde es einfach jetzt im nächsten Part lösen. Also ich werde es versuchen zu lösen. Sagen wir es mal so. Da habe ich ja nochmal ein bisschen Nachdenkzeit. Ich werde den jetzt auch direkt danach aufnehmen, weil ich jetzt gerade heiß auf dieses Rätsel bin. Das heißt also, macht euch einfach eure Gedanken. Morgen seht ihr dann, wie ich es gelöst habe. Hoffentlich. Und nicht, wie ich 20 Minuten rumspacke. Wenn euch trotzdem meine Hilf- und Ratlosigkeit irgendwie gefallen hat, würde ich mich selber einen Kommentar oder eine kurze Bewertung freuen. Ja, was heißt eine kurze? Einen kurzen Kommentar und eine Bewertung. So rum. Jo, das wär's von mir für euch heute. Ich kann mich nicht mehr schön artikulieren, deswegen sage ich einfach Tschüss, euer Scully der Rallye.